Torpedopfannenwagen am Abend. Und damit hallo und herzlich willkommen. Heute werden 6 Torpedopfannenwagen vom französischen Stahlkonzern Usinor zum Stahlwerk der Friedrich Krupp AG in Bochum-Höhentrop überführt. Nach einem planmäßigen Halt in Plettenberg übernehmen sie an diesem warmen Sommerabend mit der Baureihe 140 Lokomotive 238-7 die weitere Zustellung der für den Transport von flüssigem Roheisen bestimmten Waggons und fahren vorerst bis nach Hagen. Das Szenario spielt am 22. August 1986 nach einer Idee von DB Agency. Weitere Informationen zum Szenario findest du hier und nach Belieben kannst du ganz kurz das Video pausieren. Alles andere erkläre ich dir aber auch gerne während der Fahrt. Wir fahren heute Baureihe 140 Einheitslokomotive und hinten dran hängen die schönen Torpedopfannenwagen von ThyssenKrupp. Die Wagen selbst sind unglaublich schwer und aus diesem Grund sind wir auch maximal mit bis zu 80 km pro Stunde heute unterwegs. Und damit wir die überhaupt erreichen, müssen wir die Lokomotive erst einmal aufrüsten. Wir befinden uns im Führerstand der Baureihe 140 und aktivieren zuerst einmal die Batterie mit Shift B. Dann einen Moment kurz gewartet und zum Luftpresser übergeschwenkt. Der wird aktiviert, damit sich im Hauptluftbehälter gleich noch genug Luft befindet, um A, die Stromabnehmer zu heben und natürlich die Bremsen zu bedienen. Und wenn das geschehen ist, können wir auch an der Stelle direkt schon den Stromabnehmer auswählen. Dazu verlegen wir den Fahrtrichtungswender in die Stellung M, aktivieren hier mit Shift P die Stromabnehmerwahl für den ersten und für den zweiten. Den wollen wir nämlich heben, den hinteren Stromabnehmer an der Lokomotive. Des Weiteren müssen wir den Stromabnehmer selbst auch natürlich hochheben und das geht hier drüben mit dem wunderschönen Taster. Einmal nach hoch, dann geht der nach oben in Richtung Fahrtrad. Und wenn der oben angekommen ist, dann zeigt er uns hier auch 15 kV Fahrtradspannung an. So, damit wir das auch richtig sehen, besonders in den Tunneln, müssten wir uns die Beleuchtung für die Instrumente aktivieren, Ansicht mit der Taste I und die Taste L dann noch zum Beleuchten des Führerstands. Entweder hier für die kleine Fahrplanleuchte oder die gesamte Innenansicht, das kann man dann mit L oder Shift L je nachdem wählen. Dann die PZB mit Shift 8 aktivieren. Die brauchen wir heute allerdings nicht in der oberen Zugart, sondern in der mittleren Zugart. Hier nochmal mit Shift 8 den Modi kurz durchwechseln. So, PZB Zugart M aktiv. So soll es sein. Dann lösen wir die Bremsen komplett. Und geben schon mal ganz kurz einen Warnpfiff ab. Des Weiteren haben wir hier vorne drin im Sichtfeld noch diese, Lamellen, diese Heizdrähte. Und die können wir außerdem auch noch entfernen mit Shift und der Bindestrich-Taste. Das ist quasi für den Winter, damit die Lokomotiven eben die Frontscheibe beheizen können, damit diese während der Fahrt und auch im Stillstand nicht zufriert. So, wenn das getan ist, haben wir das meiste eigentlich schon gemacht. PZB ist aktiv. Die Lüfter, die leuchten hier unten noch mit so einem weiß hinterlegten Knöpfchen. Zuerst einmal schalten wir uns dazu den Hauptschalter ein. Dann verlegen wir den Lüfter in die Stellung Schwach. Der ist dabei in der Lokomotive halt hier für die Simulator-Version einfach nur aktiviert. Also Schwach ist in dem Fall halt die Normalstellung. Wären die in der Mittelstellung, wären sie auf Automatik gestellt. Und ich glaube, wenn wir es nach unten stellen würden, wären die an dieser Stelle abgeschalten. Dann geht der Fahrtrichtungswender noch in die Stellung V. Wir wollen schließlich nach vorne fahren und die Lok- und Zugbremse sind hier vollkommen gelöst. Unser Zug rollt noch nicht weg, das ist ganz gut und das liegt auch daran, dass die Handbremse hier drüben noch angezogen ist. Diese lösen wir ebenfalls noch und können dann gleich ausfahren. Da drüben kommt ein Kollege mit der V60, Baureihe 361 heute, von der Bundesbahn. Da sitzt ja nicht mehr jemand drin. Okay, ist eine Geisterlokomotive. Und hinten dran oder hinten drauf Stahlbrammen. Und genau, wir dürfen sicherlich auch gleich ausfahren mit unserem Zug. Wir machen ganz kurz eine Rollprobe. Gehen mal davon aus, dass der Fahrdienstleiter der Sache schon zugestimmt hat und beschleunigen deswegen so auf 5 km pro Stunde. Nur um zu gucken, ob wirklich keine festen Bremsen im Zug sind, ob da nicht irgendwie ein Rangierer oder der Kollege vor uns auf der Lok einen Hemmschuh oder so unter einem der Wagen oder unter einer der Achsen von der Lokomotive liegen gelassen hat. Und genau, so die 5 km pro Stunde haben wir jetzt nicht ganz erreicht, aber so 3 km pro Stunde gehen auch vollkommen klar. Wir wechseln in die Außenansicht,
gucken, ob der Zug rapide abbremst und sehen schon, der rollt ganz gut weiter. Das ist wunderbar. So soll es sein. Und dann halten wir hier wieder an, bis eben die Fahrdienstleitung freie Fahrt erteilt. Oder, ja, hier wahrscheinlich langsame Ausfahrt. Die Weichen dort vorne sollten schon gestellt sein. Da kommt auch ein Kollege angezischt. Und genau, ja. Nachdem die Fahrwegsprüfung durchgelaufen ist, dürfen wir hier langsam aus dem Abstellgleis ausfahren. So, Bremsen sind gelöst. Höchstgeschwindigkeit des Zuges heute 80 km pro Stunde. Zugart M. Und da kommt er. Grüß dich. Die 110 mit den passenden Wagen im entsprechenden Lackierungsschema. Sehr schön. Ja, und wie anfangs schon angemerkt, befinden wir uns in der Zeit der Deutschen Bundesbahn auf westdeutschen Schienen und werden deswegen heute auch überwiegend eben ja, Fahrzeuge aus dem Bundesbahnbetrieb sehen. Es könnte sein, dass die ein oder anderen Fahrzeuge auch noch mit reingemischt worden sind aus dem, ja, ich sag mal, Osten. Speziell jetzt an die 155 würde ich da jetzt mal denken. Aber das werden wir sehen. Ich glaube, DB Agency hat das relativ realitätsnah gehalten. Genau, wir fahren mit bis zu 40 km pro Stunde hier aus dem Abstellgleis aus. Wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen, weil die Oberstromgrenze der Lokomotive liegt bei 420 Ampere. Und wenn wir hier zu viele Fahrstufen aufschalten, zu viel Leistung aufschalten, dann fliegt uns hier gegebenenfalls der Hauptschalter raus. Auch was die Lüfter angeht, müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein, dass uns die Lokomotive nicht überhitzt. Die Masse, die heute unser Zug hat, die ist wirklich immens groß. Das Zuggewicht sehr, sehr, sehr hoch. Und ja, die kleine 140 vorne dran als die doch relativ schnelle Ausführung der Güterzuglokomotiven, die ist da vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas überlastet. Genial wäre es natürlich, wenn wir eine 150 gestellt bekommen hätten. Da hätten wir A, mehr Zugkraft. Und B, könnten wir die 80 auch ohne Probleme ausfahren. Aber die 140, die könnte mit den 80 km pro Stunde und so einer hohen Zuglast schon wirklich an ihre Grenzen stoßen. Man sieht schon, die Motorstromanzeigen, die schießen wirklich in die Höhe. Und wir dürfen hier auch nicht zu viel Leistung aufgeschaltet lassen. Deswegen, wir bewegen uns erstmal so in der Fahrstufe 18. Ich werde auch gleich wieder ein bisschen runtergehen, dass wir das hier nicht übertreiben. So, die Ampereanzeige senkt sich wieder auf die 350 Ampere ungefähr. Das muss auch erstmal genügen. So, ich gehe jetzt schon mal ein bisschen runter. So, 300 Ampere. Und die 60 hätten wir dann auch gleich erreicht. So, der Leuchtmelder für die hohe Abbremsung wird aktiv geschalten. Das erfolgt immer so hier zwischen 55 und 60 km pro Stunde. So, wir drehen die Leistung noch ein Stückchen hoch. Das gefällt den Motorstromanzeigen gar nicht. Die Ampereanzeige hier drüben, das ist alles im grünen Bereich. Wie gesagt, 420 Ampere, größtzulässiger Amperewert für die Lokomotive. Ansonsten fliegt die Sicherung raus, respektive der Hauptschalter. So, ich gucke noch mal kurz hier drin, die Zugheizung, die ist hoffentlich auch deaktiviert. Ja, sonst wäre die Heizspannung hier nach oben gegangen. So, die 80 km pro Stunde haben wir auch gleich erreicht. Ist wie gesagt Höchstgeschwindigkeit für die heutige Fahrt. Die PZB-Zugart würde theoretisch 120 zulassen, aber eben die Wagen selber nicht. Wir haben immerhin noch Glück, die Wagen sind leer, auch wenn sie halt laut Simulatoransicht eigentlich flüssiges Roheisen beinhalten. Aber im Szenario wurde beschrieben, dass diese Wagen nicht befüllt sind. Es könnte ja vielleicht auch einfach nur ein kleiner Rest sein, der hier in den Wagen verblieben ist. Gucken wir mal jetzt kurz oben rein. Ja, da sieht man eben dieses flüssige Roheisen in den Wagen drinne. Wäre normalerweise nicht zu sehen, wenn die eben unbefüllt sind. So, Leistung drehen wir komplett runter.
Und dann nimmt hier auch die Geschwindigkeit des Zuges wieder rapide ab. Aber wir schalten gleich wieder ein paar Fahrstufen auf. Ich will erstmal, dass die Lokomotive so ein bisschen wieder auf Normaltemperatur kommt. So, das sollte auch mit den ersten paar Fahrstufen hier dann schon zu Genüge geschehen. Fahrstufe 10 reicht hier vollkommen. Das ist für die Lokomotive wirklich eine kleine Auslastung. Wie gesagt, wir haben bis zu 28 zur Verfügung. Das sollte kein Problem darstellen. So, im Tunnel schalten wir uns auch die entsprechende Lichtkonfiguration um. Gehen hier auf die obere Leuchte, auch wenn die halt nicht leuchtet. Aber trotzdem, Licht wird hier ausgesendet. Und dann wieder draußen im Tunnel, oder draußen raus aus dem Tunnel, auf die Fahrplanleuchte. Ein Kollege kommt mit der 151. Und Stückgutwagen hinten dran. Von Haus zu Haus. Das letzte müssen sogar Tonerdewagen sein, wenn ich das richtig sehe. Mit so einer Klappe oben drüber. Cool. So, besonders interessant wird es heute, wenn wir irgendwo abbremsen müssen. Denn ich bin noch nicht so wirklich davon überzeugt, dass die Torpedopfannenwagen so gut bremsen. Gerade im unbeladenen Zustand. Da haben sie A, natürlich erstmal bessere Bremseigenschaften als im beladenen Zustand, aber auch unbeladen haben die Dinger eine riesengroße Masse. Wir können uns das nochmal ganz kurz anschauen. Ich glaube 150.000 Kilogramm pro Wagen. Genau, 150.000 Kilogramm Eigengewicht und Ladegewicht wäre dann auch nochmal dazu, wenn sie eben beladen wären, was sie aber zum Glück nicht sind. 150.000 Kilo, ey. Oh, unglaublich. So, und da geht's schon los. HP0 erwarten. Ja, die bremsen doch ganz gut, ja. So, 1000 Hertz aktiv. Prüfgeschwindigkeit ist unterschritten. Ah, die bremsen sogar sehr, sehr gut. Okay. Ah, und die schieben nach. Hast du es gesehen? Da kam so ein kleiner Ruck. Wenn du es nicht gesehen hast, kurz 5 Sekunden zurückspulen im Video. Da ist der Anzeiger für die Geschwindigkeit hier kurz nach oben geschnellt. Das geschieht immer dann, wenn man quasi die Bremse angezogen hat, der Zug zusammengestaucht wird und die Bremse dann wieder schlagartig löst, so dass dann halt die Puffer sich wieder a. auseinanderdrücken und b. auch den Zug, sag ich jetzt mal, in seiner Fahrtgeschwindigkeit ein bisschen mitdrücken. Aber meistens geschieht das eben dann, wenn es gerade bergab geht und die Wagen nochmal mit der eigentlichen Last, mit dem eigentlichen Nachdrückgewicht nochmal hinterher schieben. So, die 11.6-Tafel mit Kennziffer 8 wurde auch nochmal quittiert. Und dann dürfte hier vorne gleich der 500er kommen. So, von den Prüfgeschwindigkeiten her sollte das auch kein Problem sein. Die PZB sollte nicht auslösen. Die Prüfgeschwindigkeit in der Zugart M liegt am 500er bei minimal 35. Wir bleiben trotzdem mal unter 25. So, leuchtet. Und damit hallo und herzlich willkommen in Werdohl. Wir haben übrigens auch heute noch eine Brückenbaustelle vor uns, bei der wir ein bisschen aufpassen müssen. Dort dürfen wir, ich glaube, mit VMAX 30 dann drüber. Aber das Ganze wird dann nochmal angekündigt, wenn entsprechend die Baustelle kommt. So. Ey,
Der Zug bremst mit 0,5 Bar Bremszylinderdruck schon extrem stark ab. Das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten und so stark bremsen eigentlich auch Wagen in der Realität nicht. Also zumindest nicht bei 0,5 Bar. Genau, wir kommen einmal reingerollt und dann halt in Werdohl. Wir halten mal schön an der Haltepunkttafel. Oder nicht die Haltepunkttafel, das ist die Halttafel einfach nur. Die Haltepunkttafel ist die, die so schwarz-weiß schraffiert ist. Also die Bremseigenschaften sind ein bisschen überdimensional sogar für den Zug. Die Lokomotive und der Zug bremst besser, als er eigentlich bremsen dürfte. Sagen wir es mal so. So, hier stehen noch ein paar Wagen vom Typ FALS. Das sind quasi die, sag mal, Vorgänger von den FALNS-Wagen. Das ist nämlich hier so diese kleinere Ausführung. Und man sieht sogar hier an der Seite so ein bisschen Textur, die durchscheint. Da wurde was nicht so ganz sauber programmiert. Na gut. Die Wagen hier sind sicherlich für das Kohlekraftwerk in Werdohl bestimmt. Das Kraftwerk Mark Elverlingsen. Gerade wenn ich schon die Länge des Zuges sehe, da wird sicherlich hier dann Kopf gemacht. Und die Wagen fahren dann ins Kraftwerk. So, die Frage ist jetzt nur, wieso stehen wir hier? Und das Ganze gucken wir mal in der Fahrplanansicht nach. Werdohl, freie Fahrt, theoretisch. Nichts vor uns. Es sei denn, die drücken gerade irgendwie ins Kraftwerk rein, aber auch da kein Problem. Gut, dann bei der Fahrdienstleitung anrufen mit der Tab-Taste und Genehmigung zur Überfahrt des haltzeigenden Signals wurde erteilt. Die Bremsen werden gelöst und wir dürfen abfahren. Höchstgeschwindigkeit Vmax 25, der 500er ist aktiv. Die gelten quasi immer fürs neue Anfahren. Also wenn du halt gestanden hast oder dich eine bestimmte Zeit unter einer Prüfgeschwindigkeit befunden hast, in der 500 Hertz Beeinflussung, dann hast du da eine Überwachung, die aktiv ist und wo du halt die 25 nicht überschreiten darfst. Oh ja, die Motorstromanzeigen. Wir haben es nicht eilig, deswegen ein bisschen langsamer anfahren. Ganz wichtig auch hier, PZB-Befehlstaste drücken. Ansonsten rasselt hier vorne am Signal. Und der 2000er drückt eine Zwangse rein. Befehl 40 leuchtet, wir können loslassen. Und dann geht's weiter. Hohoho. Eine Fahrstufe, die macht gefühlt hier 100 Ampere manchmal aus. So, hier nochmal eine hoch. Ja, in dem Fall waren das jetzt 80 Ampere pro Fahrstufe. Also da immer auch schön ja, eine gewisse Differenz einbauen zum Höchstwert. Sonst macht's Klatsch und der Hauptschalter fliegt. Also zwar nicht von der Lok weg, aber er fliegt erstmal raus. 80 darf gefahren werden, passt zur Höchstgeschwindigkeit des Zuges. Und das Licht für den Führerstand wird wieder aktiviert. Bei erhöhter Geschwindigkeit, da schalten auch in den oberen Fahrstufen dann die Amperezahlen, ich sag mal, langsamer hoch. So, Beleuchtung wieder wechseln. Bei den Einheitsloks verhält sich es halt immer so, mit ansteigender Geschwindigkeit nimmt dann auch die Leistungszunahme ab. Das ist quasi ja, auf einer Seite ein Vorteil, auf der anderen Seite ein Nachteil. Weil wenn dann zum Beispiel das Gefälle wieder stärker wird und die Zugkräfte sich eben erhöhen, dann schießen eben auch die Anzeigen für den Oberstrom nach oben. Und wenn man da nicht genug aufpasst oder nicht schnell genug reagiert, was man manchmal auch gar nicht kann, dann fliegt eben der Hauptschalter raus, ob man es will oder nicht. Oder halt irgendwelche anderen Sicherungen. Kommt immer drauf an, was es genau war. So, wir gehen mal
aufs Ganze. Lokomotive sollte ja inzwischen nicht allzu warm sein. Hat gerade lang genug gestanden. Aber wir übertreiben es auch nicht. Fahrstufe 21 muss, nee, 23 sogar, muss gleich wieder raus. Einerseits, weil wir nicht so lange beschleunigen wollen und andererseits, weil die Lokomotive uns hier nicht wegfackeln soll. Also klar, die wird uns nicht anbrennen, aber also insofern halt kein Defekt vorliegt, muss man dazu sagen. Wenn dann aber irgendwie irgendwas doch defekt sein sollte, das wäre der einzige Fall, wo eben so ein Brand entstehen könnte. Aber wie gesagt, das ist eine Lokomotive, die eigentlich sehr zuverlässig arbeitet, die auch schon sehr, sehr, sehr lange im Dienst ist und mit der ich eigentlich bisher nicht allzu große Probleme hatte. So, Fahrstufe 8 reicht vollkommen. Dann geht's in den wunderschönen Tunnel hier vor dem Werdohler Kraftwerk. Kraftwerk Mark Elberlingsen. So, und dann hätten wir hier die Ankündigung für 80. So, da liegt jetzt kein Gleismagnet. Ich bin mal so böse und spare mir das Quittieren. Theoretisch müsste man machen, aber wir sind heute mal böse. Und VR0, das müssen wir quittieren, auf jeden Fall. Na, wo ist das für Bremsventil? Da drüben. Ja, muss man halt im Dunkeln dann manchmal suchen. So, die erste Prüfgeschwindigkeit ist unterschritten. Aber ich glaube, auch hier ist es wieder so ein Problem, dass das Signal nicht von allein umschaltet. Aber hier ist immerhin der Bremsweg relativ groß. Und dann hier zu unserer Rechten nochmal das Kraftwerk oder der Gleisanschluss für Mark Elberlingsen. Wir machen das Ganze mal so, wir rufen bei der Fahrdienstleitung an. Genehmigung zum Überfahren des Haltzeichensignals erteilt. Wunderbar. Ach so, leuchtet auch schon wieder grün. Alles klar. Gut, dann beschleunigen wir wieder auf maximal 70. Genau, Signal ist auf freie Fahrt. Dann können wir uns sogar befreien und direkt auf 80 hoch. Es müsste dann nach Werdohl auch bald wieder weitergehen mit Altena. Wir werden es dann gleich sehen. Und von Altena aus ist es dann wirklich nur noch ein kleiner Sprung bis nach Hagen. Und in Hagen-Vorhalle, habe ich gesehen, fahren wir über das Gleis. Genau, das heißt einfach nur Hagen-Vorhalle an der Stelle. Und dort wird quasi das Szenario dann im rollenden Zustand, oder nein, wir müssen Hagen-Vorhalle anhalten, okay. Also ganz kurz Aufgabe zeigen. Ja, in Hagen-Vorhalle halten wir an einem haltzeigenden Signal, was dann hier drüben entlang führt. Immerhin, wir wollen ja mit dem Zug Richtung Frankreich. Genau. So, Leistung wieder hoch. Also ich wette mit dir, heute wird irgendwann noch einmal entweder der Hauptschalter rausfliegen, wegen Überhitzung, oder wir kriegen eine Zurücksetzung wegen überschrittener Leistungszunahme. Wow. Jetzt haben wir das Oberstromlimit aber richtig ausgereizt. Wir waren genau bei 420 Ampere. Also als kleiner Tipp, kurzzeitig über die 420 drüber zu schießen, das ist manchmal möglich. Du gehst damit aber automatisch die Gefahr ein, dass du eben eine Zwangsbremsung kassierst. So, Fahrstufen sind ganz runtergefahren auf 0. Der Zug rollt. Er rollt sogar etwas zu schnell.
Ein bisschen schade ist es halt auch, dass wir hier keine E-Bremse zur Verfügung haben. Wir können wirklich nur mit der Luftdruckbremse abbremsen. Oder halt der Lokbremse, aber die ist ja für den eigentlichen Güterzugdienst und auch für den Betrieb mit Zug hinten dran nicht so wirklich geeignet. Dafür ist sie nicht vorgesehen. Und wieder die 80. Ich bin nochmal so böse und spaß mir. Dafür bekommen wir sicherlich dann gleich wieder VR0 gesetzt. Mal gucken. Auf jeden Fall, hier vorne kommt gleich die Burg Altena zu unserer Rechten. Da sehen wir es auch schon. Der schöne Flusslauf folgt uns wieder. Das gibt jedes Mal ein herrliches Bild ab an dieser Stelle. Und da kommt das nächste Vorsignal. Deswegen rein in den Führerstand, gucken, dass hier alles auf Fahrt steht. Genau. Und die Burg Altena können wir auch von hier aus sehen. Die Burg des Grafen von der Mark. Die thront wirklich über der ganzen Stadt. Echt toll. Das ist immer so mit meiner Lieblingsstelle hier auf der Strecke, weil in Altena hast du A, ein relativ schönes Bahnhofsgebäude, das hat so einen pinkfarbenen Farbton. Das haben wir da hinten auch noch mal ganz kurz gesehen. Ich gucke noch mal ganz kurz. Signale kommen erstmal keine. Dann können wir kurz zurückspringen. Hier, das ist so dieses pinkfarbene Gebäude mit diesen kleinen Türmchen nochmal oben drauf. Und dann da oben halt nochmal die Burg. Das ist halt total genial. So, da kommt die Langsamfahrstelle für 30. Die Brückenbaustelle. So, schön ordentlich reinbremsen. Und da könnte dann auch ein 500er verlegt sein. Oh, die drücken nach, die Wagen. Boah, und die agieren wirklich richtig krass. Also die drücken dann wirklich so 100% Bremskraft gefühlt manchmal rein. Da kommt eine Lokomotive ohne Skin. Das passiert manchmal, dass die Lokomotiven nicht richtig angezeigt werden. Entweder wurde da was nicht richtig installiert oder der Simulator schmuggelt die Lokomotive durch. Das kann manchmal passieren. So, Beleuchtung nochmal verändern und dann wird das schon sicherlich die Brücke hier hinter dem nächsten Tunnel sein. Ja, der 500er ist aktiv. Und die Wagen schubsen wieder nach, okay. So, Beginn der Langsamfahrstelle. Da haben wir das A. Müsste eigentlich hier drüben auch nochmal stehen. Na gut. Ein A oder ein schwarzes A auf gelbem Grund, umrandet mit einer weißen viereckigen Fläche. So, der 500er ist auch wieder deaktiviert. Das ist gut. Wir können hier wie gesagt weiterfahren mit 30. Und am Ende der Brücke kommt dann ein schwarzes E auf weißem Grund. Genau hier hinten. Ein bisschen mit Rost noch übersät, damit es authentisch aussieht. Und wenn der gesamte Zug durch diese Stelle durch ist, können wir wieder auf 80 beschleunigen und normal weiterfahren. Ja, Brückenschäden haben das eben manchmal zur Folge, dass man so langsam fahren muss. Und speziell an Brücken ist es dann halt auch meistens so, dass die Langsamfahrstellen sehr, sehr niedrig ausfallen. Oder speziell an größeren Brücken und desto größer hat auch der Schaden, umso niedriger sinkt die Geschwindigkeit in Langsamfahrstelle. Genau. So, frei sind wir schon, brauchen wir eigentlich gar nicht drücken. Leistung können wir hochziehen. Gehen wir mal wieder ans Oberstromlimit ran.
Die Lokomotive darf beweisen, was sie auf dem Kasten hat. Oder besser gesagt, unterm Kasten. Denn da sitzt der Transformator. Und das Aufschalten der Fahrstufen gestaltet sich halt immer am besten mit den Tasten A und D auf der Tastatur, weil damit kannst du es halt wirklich einzeln schalten. Wenn du das Ganze mit der Maus machst, gehst du halt immer die Gefahr ein, dass die Fahrstufe ein Stückchen zu weit dreht, als eigentlich angefordert oder gedacht, weil da ist halt die Steuerung ein bisschen sehr feinfühlig. Also das Aufschalten empfehle ich grundsätzlich immer mit den Tasten auf der Tastatur. Und das Runterschalten, das geht am schnellsten wirklich mit der Maus. Und da übrigens auch nicht wundern, ich zeige jetzt mal ganz kurz, wie das Aufschalten funktioniert. Also einerseits normal mit links halt den Fahrschalter in der Hand halten und dann muss man halt nach oben drücken, um quasi die Fahrstufen zu erhöhen und nach unten ziehen, um die Fahrstufen halt runter zu senken, auch wenn das Ganze hier ein Rad ist. Aber das ist oftmals im Train Simulator so, dass der entsprechende Vektor, in dem die Gerätschaft angesteuert wird, egal ob das jetzt das Führerbremsventil ist, ob das der Fahrstufenschalter ist, die Vektoren sind manchmal so gelegt, dass es halt nicht unbedingt zur Bedienung der Lokomotive passt. Also normalerweise würdest du halt hier drehen in echt, aber hier im Simulator musst du halt die Maus nach oben und unten bewegen. Das hängt halt damit zusammen, dass du im Train Simulator, soweit ich weiß, immer nur einen Richtungsvektor wählen kannst und quasi keine Biegung simulierst. Weil normalerweise würdest du ja hier das Handrad anfassen und dann halt so bewegen, je nachdem wie halt du es gerade auf- oder abschalten lassen möchtest. Und hier musst du halt dann nach unten ziehen, um die Fahrstufen zu verringern. Das ist in dem Fall sogar so leicht schräg angesetzt. Und genau, Fahrstufe 6 reicht hier vollkommen aus. Wir zischen gleich wieder aus dem Tunnel. Und das gucken wir uns auch direkt mal an. So, einmal hier runterspringen mit der Kamera. Und dann hier ins Gegengleis. Boah, das ist richtig schön. Also wirklich die Bundesbahnzeit nochmal simuliert. Das gefällt mir halt immer persönlich so am besten, wenn man irgendwie in die Geschichte der Eisenbahn eintauchen kann, egal ob in Westdeutschland oder in Ostdeutschland. Aber überhaupt so diesen Zustand von vor 40, 50 Jahren einfach mal wieder ins Leben zu erwecken, das ist richtig schön. Und gerade eben auch, wenn man so historisches Rollmaterial wie unter anderem die E40, die E50 und so weiter und so fort, die ganzen Einheitslokomotiven hat, wenn man die 111er hat, wenn wir auf ostdeutscher Seite die 243 haben, die 132, ach, ich könnte ewig so weitermachen, die V60 und so weiter und so fort. Also wirklich alles, was eben das Eisenbahnherz begehrt. Und gerade auf so einer Strecke wie Hagen-Siegen, wo wir eben größtenteils HV-Signalsystem verbaut haben, teilweise auch noch Formsignale, da passt das so wirklich richtig, richtig schön mit hinein. Wir haben teilweise halt auch, gut, wieder KS-Signalsystem. Die funktionieren hier auf der Strecke komischerweise fast immer nicht. Das sind immer genau die Signale, wo es irgendwelche Fehler gibt. Aber ja, die paar Sachen können wir dann mal ignorieren. Das HV-Signal war halt zur Zeit der Deutschen Bundesbahn, ich sag mal, am meisten vertreten auf westdeutscher Schienen und war quasi damit dominierend. So, schnell mal runterschalten. Ach ne, sind 90. Wir quittieren es jetzt einfach mal. Ja, ich hatte die Fahrstufen runtergenommen, weil ich gesehen hatte, dass dort vorne A, eine Langsamfahrstelle kommt, eine LF-Tafel. Und ich dachte aber, dort leuchtet eine 7 auf dem Schild und habe das mit der 9 verwechselt. Deswegen halt auch immer nochmal einen zweiten Blick auf Signal werfen, auf die Signaltafel, um wirklich sicher zu gehen, dass es richtig ist. Weil verguckt hat man sich schnell, aber das Ganze korrigiert
dann manchmal nur sehr, sehr, sehr langsam. Wir müssten auch in der Lokomotive eine andere Ansicht anwählen können, sodass wir einen schöneren Blick aus der Frontscheibe bekommen. Genau, wir können hier zwischen unterschiedlichen Modi hin und her schalten. Und das passt jetzt gerade ganz gut. Leistung wieder runternehmen. VR0-Ankündigung. Halt erwarten. Erste Bremsstufe vorwählen. PZB wachsam. Und die Geschwindigkeit sinkt. So, das dürfte jetzt Hohen Limburg oder Lettmörder sein. Bremsen wieder auslösen. Und der Zug drückt bestimmt nochmal nach. Ja, sagte ich es doch. Und gerade dann, wenn man zu knapp mit so einer Bremskurve ist, dann kann einen sowas halt auch mal schnell in eine Zwangse einbrocken. So, es steht weiterhin auf HP0, okay. Ich möchte schon mal die 35 unterschreiten. Da dürfte es uns theoretisch zwar noch keine Zwangsbremsung reindrücken, aber wir müssen es ja nicht ausreizen. Da kommt der 500er hinterm Bahnübergang. In 3, 2, 1. Und bing. Na? Ist der inaktiv? Na, der funktioniert nicht. Okay. Dann sollte man mal eine Meldung zur Fahrdienstleitung rausgeben. Du hier, der 500er in Lettmata spinnt. Klasse Sperrsignal. Da dürfen wir noch vorbei. Am Hauptsignal müssen wir aber halten. Hier drüben auch wieder die von Haus zu Haus Wagen. Das müssten in dem Fall die LBS-Wagen sein, die halt mit unterschiedlichsten Sachen beladen sind. Ich glaube, dieser Werbename von Haus zu Haus oder dieses Projekt war damals so gedacht, dass man mit der Deutschen Bahn oder mit der Deutschen Bundesbahn, besser gesagt, es war ein westdeutsches Projekt, eben die Stückgüter oder was halt auch so befördert werden musste, dass man das quasi auf den Zug verladen hat. Und dann sah halt vor, dass man so ein Containerchen hatte, diese kleinen Transportpaletten hier, dass man die quasi auf dem LKW geladen hat, an einer entsprechenden Verladestation in dem Güterbahnhof und die dann quasi damit bis zum Endkunden vors Haus geliefert hat. Und deswegen halt von Haus zu Haus, meinetwegen von der Fabrik, vom Unternehmen, dann zum entsprechenden Endkunden hin. Das, dächte ich, war das Konzept, was hinter Haus zu Haus steckte. Bremsen sind gelöst und wieder langsam Leistung aufschalten. So, rollt er schon? Ja. Man muss halt auch im Transmonitor mal abwägen können, handelt es sich bei dem entsprechenden Signal, was da gerade auf Halt steht, um ein Signal, was wirklich auf Halt steht, weil ein Zug vor uns ist, oder handelt es sich um ein Signal, was einfach irgendwie gerade eine Störung hat, steht man ungewöhnlich lange und deswegen halt immer vorher mal in den Fahrplan hineingucken, in die Fahrplanansicht und gucken, ob da irgendein anderer Zug vor einem entlang rollt. Und hier hat man es gerade sehr, sehr schön gesehen. Das Signal hat dann wieder von alleine umgeschalten. Und gerade halt immer im Bahnhofsbereich ist es so ein Indiz, da könnte irgendein anderer Zug vor uns sein. Deswegen da nicht allzu eilig die Tab-Taste betätigen. Aber wenn das wie vorhin so auf der offenen Strecke ist und da ist ewig lang rot, ja, speziell wenn jetzt nicht nochmal eine Regionalbahn vor einem ist, dann reingucken in die Ansicht. Abschätzen und Tab-Taste drücken. Oder halt nicht. So, wir befreien uns schon mal. Und grundsätzlich kann man es vielleicht auch so als Regel ansehen, wenn da ein Zug ist in dem Bereich vor uns, in dem Blockabschnitt, dann
Einfach mal mit dem Tab-Taste drücken, ein bisschen warten, ein klein wenig Geduld mitbringen. Manchmal dauert so eine Rotphase halt auch bis zu 5 Minuten. Das ist so das Maximum, was ich, sag ich jetzt mal, ausreizen würde. Danach, es sei denn, es ist anders angegeben in dem Szenario, dass speziell lange Wartezeiten entstehen können, dann unbedingt mal die Tab-Taste betätigen und halt gucken. Und wie gesagt, wenn frei ist der Abschnitt davor und du siehst es eindeutig, dann definitiv mal die Tab-Taste betätigen. So, wir beschleunigen hier so ganz locker und bremsen wahrscheinlich auch damit die Züge hinter uns aus. Das wollen wir nicht. Leistungszunahme steigern, ans Oberstromlimit ran. Die Lokomotive hat lang genug gestanden, hat sie lang genug ausruhen können. Und hier, ne? Schön an den 420. So, alles auf grün. Wunderbar. Fahrstufe 17. Hier drüben sieht man sie auch nochmal am schönsten. 19. Welche Fahrstufe man aktuell gewählt hat. Die Anzeigen am Fahrstufensteller selbst, die sind manchmal etwas, ja, unpräzise abzulesen. Gerade wenn man hier hinten irgendwo ist. Und hier hängt halt auch nochmal so ein kleines Dreieck dran, was quasi uns anzeigt, welche Fahrstufe aktuell vorgewählt ist. Und wir sind gerade sehr riskant unterwegs. Ja, komm, da geht noch was. Wow, okay. Jetzt haben wir es wirklich ausgereizt. Das reicht dann erstmal. Fahrstufe 24. Genau. Und dieses kleine Dreieck hier, du kannst es vielleicht erkennen, das zeigt quasi an, welche Fahrstufe aktuell ausgewählt ist. Am besten kann man es aber hier drüben sehen, an der beleuchteten Anzeige, dem Stufenanzeiger. Signal sollte auch hier wieder auf grün sein. Genau. Die 80 sind gleich erreicht. Wir schalten die Leistung runter. Das freut an der Stelle nicht nur die Lokomotive, sondern auch an der Stelle mich als den Lokführer hier, weil die Konzentration muss nicht ganz so hoch gehalten werden. Weil wenn man sich halt in so einem hohen Amperebereich befindet, dann geht da gerne mal wieder alle paar Sekunden der Blick hier rüber, also auch natürlich vorne auf der Strecke, dass da alles glatt läuft. Na klar, du kannst dich nicht nur auf den Oberstromwert hier drüben konzentrieren, du musst auch gucken, was geht auf der Strecke ab. Ist dort jetzt eine Haltankündigung oder irgendwas anderes? Und wenn das nicht hinhaut, dann ja, rutscht er entweder an einem Signal vorbei, übersiehst ein Signal, fährst zu schnell, hast irgendwelche anderen Probleme. Oder halt der Oberstrom geht durch die Decke und der Hauptschalter fällt. Was wir heute zum Glück überhaupt nicht haben. Naja, wie gesagt, wir sind noch nicht in Hagen-Vorheil angekommen und solange möchte ich hier noch nichts vorwegnehmen erstmal. Dort vorne fahren die Autos noch über den Bahnübergang. Die Schranken senken sich aber. Auch darauf sollte man immer ein Auge haben. Ganz speziell im Bahnhofsbereich, ne? Dass keiner zu nah am Gleis steht. Dort vorne kommen trotzdem noch Autos. Normalerweise würde man jetzt eine Notbremsung einleiten. Aber hier im Simulator spawnen die, ja. Die spawnen hier auf dem Bahnübergang. Wie gesagt, normalerweise hätten wir schon längst die Schnellbremsung eingeleitet. Aber jetzt kommen auch keine mehr, wo der Zug kommt. Da haben sie es dann doch mitbekommen. So, wir brauchen wieder ein bisschen Leistung. Hoch damit! Was steht denn hier? Ein kleines Häuschen. Steht das schon immer da? Würde mich jetzt mal interessieren. Für diejenigen, die schon oft mit mir hier Hagen-Siegen Version 3 gefahren sind, oder auch für diejenigen, die vielleicht die Strecke selber haben, steht das Häuschen schon immer da? Oder ist das jetzt für das Szenario hier platziert worden? In der Nähe des Streckennummers 15.8. Ich frage mich nur, wieso die Uhr hier drüben
wieso sie die Uhr nicht beleuchtet haben. Alles ist in dem Führerschein beleuchtet, was Anzeigeinstrumente angeht. Nur die Uhr, die leuchtet nicht. Na gut, und unser Ebola, der ist nicht funktionsfähig. Also hier unten wäre der normale Fahrplan und hier oben halt die elektronische Anzeige. Die Sonnenrollos sind leider nicht bedienbar, okay. Und jetzt hier im Schein der untergehenden Sonne mit den Torpedopfannenwagen in den Abend. Ey, so eine tolle Sache. Es macht halt auch mal richtig Spaß, so, ich sag mal, spezielle Ladungen zu fahren oder überhaupt spezielle Wagen hinten dran zu haben, wie eben in diesem Fall die Torpedopfannenwagen. Weil das ist ein Wagengut oder eine Wagenart, die man sehr, sehr, sehr selten befördern darf. Und eben dann sowas Exklusives fahren zu können, das ist einfach cool. Weil die Wagen verhalten sich halt auch immer wieder unterschiedlich. Egal ob beladener oder unbeladener Zustand, wir sehen es jetzt hier. Ich glaube, wir haben auch noch nie so viele Torpedopfannenwagen hintereinander befördert, weil bisher sind wir die, glaube ich, immer im beladenen Zustand gefahren. Und da verhalten die sich halt auch nochmal komplett anders. Dieses Nachdrücken fühlt sich komplett anders an. Das entsprechende Beschleunigen ist halt auch immer schwieriger, weil die Wagen sind nochmal viel schwerer, Bremsen schlechter, wir haben dann noch weniger Bremsen im Zug, wenn die Wagen beladen sind. Der Zug ist auch nicht so lang. Und damit steigen dann halt auch meistens die Bremshundertstel so, oder sinken halt so, dass wir uns in der schlechtesten Zugart, in der Zugart U, wiederfinden. Also mit anderen Worten, die Bremseigenschaften nehmen so ab, dass wir halt, ja, gezwungen sind, in der Zugart U zu fahren. Einfach nur grandios. So toll. So, zum Schluss nochmal hoch. Hagenvorhalle müsste gleich kommen, weil ich dachte, die Kilometer zählen bis zum Hauptbahnhof. Noch haben wir grün. Noch haben wir grün. Wir können ja einfach so fix sein und gucken mal in der Übersichtsansicht nach. Ach, sind noch 7 Kilometer. Na dann. Na dann. Ja, und trotzdem werden wir langsamer. Auf 60 geht's runter. Wir lassen den Zug ausrollen. Schön stromsparend fahren. So, wachsam sind wir auch. Hier drüben übrigens diese Silowagen. Staubkesselwagen, Quarzwerke. Och ja, die Lok bremst so stark ab. Menno, das war so nicht geplant. So, das dürfte dann hier Hagenkabel sein, der entsprechende Güterbahnhof, in dem wir meistens, ja, gestartet sind oder eben mit dem Zug geendet haben.
aber hier geht's dran vorbei. Es geht nach Hagen-Vorhalle. So, 60 dürfen wir. Sowohl von der PZB aus, als auch von der Signalgeschwindigkeit aus. Dabei gilt quasi immer, ja, die niedrigste Geschwindigkeit, die irgendwie vorgegeben wird. Entweder durch die PZB-Bremskurve oder durch halt die Signalisierung an der Strecke. Natürlich mit eingeschlossen, dass die Wagen überhaupt und die Lokomotive so viel zulassen. Wow. Ich sag das doch. Wir drücken uns mit dem Amperewert irgendwie heute noch ein Problem mit rein. So, und ganz wichtig vor Hagen, immer zwischenspeichern. Da wird es nochmal extrem, was sowohl die Arbeitsspeicherauslastung angeht, was ja eigentlich im Train Simulator kein Problem mehr sein sollte, aber auch da gibt es immer wieder Problemchen. Gerade wenn eben viele Objekte auftreten, dann macht er auch manchmal so ein paar Problemchen beim Nachladen von irgendwas. Lässt das Bild einfrieren ohne eine Fehlermeldung oder irgendwas anderes. Aber am häufigsten bekommt man dann trotzdem doch immer noch die Dump-Fehlermeldung. Also Zugriffsverweigerung auf Element XY. Weil Dump-Fehler heißt nicht immer, der Arbeitsspeicher ist dran schuld, weil der vollgelaufen ist. Sondern Dump-Fehler heißt im Train Simulator hier auch meistens halt, ja, Zugriffsverweigerung aus irgendeinem Grund. Muss nicht mit den Rechten zu tun haben, die der Benutzer hat, sondern kann mit den unterschiedlichsten Sachen zusammenhängen. So, und hier sehen wir es nochmal. Wenn die Geschwindigkeit runtergeht und der Zug zum Beispiel in eine Steigerung hineinfährt, dann steigen auch die Ampere-Zahlen an. Natürlich unter anderem, weil ich eben hier auch gerade Leistung aufschalte. So, 4 Kilometer sind es auch noch, also ein ganzes Stückchen. Wir sind so lange nicht mehr diesen Fahrweg hier gefahren. Das ist echt schön, den einfach mal wieder zu sehen überhaupt. Auch schön da unten. Also wirklich den Fahrweg hier nochmal wieder fahren zu können, echt eine tolle Sache. Oh, mit der Sonne auch da vorne. Geil. Echt. So, hier sind 60 angesagt, ne? Ja. Leistung weg. Und bremsen. Dieser schöne violettfarbene Himmel. Genau, hier drüben müsste es Richtung Hagen Hauptbahnhof gehen. Könnten auch die beiden Gleise sein, die dafür zuständig sind. Den Fahrweg kann man sich ja auch jetzt nochmal in der Übersichtsansicht genauer anschauen. Da sieht man nämlich nochmal, wo man quasi lang geleitet wird. Also Richtung Vorhalle geht es dann hier lang und in den Hauptbahnhof, ja genau, über die linken Gleise. Jetzt in Fahrtrichtung. Gefahren werden darf wieder mit 80 km pro Stunde. Bis wir dann eben wahrscheinlich unser HP0 vor die Nase gesetzt bekommen. Was ja auch nicht mehr allzu lange dauern sollte. Alles in allem, bevor wir uns hier dem Fahrtende zuneigen, wenn dir das Video gefällt und auch gefallen hat, dann gerne wieder Daumen nach oben. Gerne auch mal mit Freunden teilen und vielleicht die mit der Faszination für die Eisenbahn anstecken. Ansonsten abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Und ja, gerne einen schönen Kommentar unter dem Video hinterlassen. Und damit neigen wir uns dann langsam auch wieder dem Ende der Fahrt zu. Na, müssen wir nochmal ans Oberstromlimit ran heute? Auf den letzten Metern. Auf den letzten Kilometern auch.
geht's denn hier drüben hin? Ach Mann, sieht man nicht. Irgendein Werksanschluss vielleicht. So, da kommt gleich ein Vorsignal. Und ich wette mit dir, da steht VR0 dran. Da leuchtet schon mal VR0. Ja. Tada! Ein letztes Mal für heute. Wow. Genau, den Zug jetzt auch hier noch sicher zum Stehen bringen gleich. Und dann bedanke ich mich an der Stelle nochmal ausdrücklich für die Aufmerksamkeit. Freue mich schon auf die nächste Fahrt, die wir gemeinsam unternehmen werden. Und wie bereits bekannt, gibt es natürlich hier jeden dritten Tag um 14 Uhr mindestens ein Video. Manchmal kommt auch mehr. Speziell dann eben, wenn irgendwelche, ich sag mal, Sonderveranstaltungen sind. Wenn ein Add-on zum Beispiel auch frisch rausgekommen ist und ich das zeitlich relativ schnell schaffe. Oder meinetwegen an so Sonderevents wie, ja, vielleicht auch Weihnachten, manchmal an Ostern, Kindertag und so weiter und so fort. Aber das kennst du ja alles schon, wenn du etwas länger dabei bist. Alles in allem, mindestens alle drei Tage um 14 Uhr ein Video und zwischendurch, wenn du Glück hast, kommt noch eins. In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Der Zug wird jetzt hier noch sicher anhalten. Und ja, damit verabschiede ich mich. Übergebe den Zug dann gleich an den Kollegen, der hier weiterfahren wird und den Zug bis zu seinem Bestimmungsort bringt. Genau. Bremsen nochmal anziehen auf den letzten Metern. Und das war's dann für heute.